Guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich bin heute Abend Ihre Moderatorin und ich freue mich sehr, dass ich Sie auch zu Teil 2 unserer Seminarreihe Zero and Friends begrüßen darf. Vorab möchte ich gerne ein paar Worte verlieren, denn bei Trading Signalen handelt es sich um unsetzbare Kauf- oder Verkaufsvorschläge für Trader. Sie basieren auf aufkommenden Chartmustern und dem Erreichen bestimmter Schlüssellevel. Als Trader können Sie Signale für eine Vielzahl an Märkten auf Plattformen erhalten und diese als Hilfestellung für Handelsentscheidungen nutzen. Mit dabei ist auch heute Abend, genau wie letzte Woche, wieder TraderFox CEO Simon Betschinger. Guten Abend, Simon. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Joy, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich auf unser Webinar. Wunderbar. Simon, möchtest du dich gerne kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Genau, ich sage gerne noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Trader, seitdem ich 18 Jahre alt bin, sprich seit 1998. Seit meinem 18. Geburtstag kanntlich. Mittlerweile bin ich 41 Jahre. 2008 habe ich die Firma TraderFox GmbH gegründet, am Ende meines Studiums. Von meiner Ausbildung her bin ich Diplom-Volkswirt, kenne die Börse somit einmal von der theoretischen Seite, aber auch von der praktischen Seite. Und wie? Ein Beispiel: In meiner Heavy-Trader-Zeit 2006 bis 2010 habe ich pro Jahr 6.000 bis 8.000 Transaktionen gemacht. Das heißt, ich habe extrem viel gehandelt und genau, und das versuche ich auch in meinen Webinaren rüberzubringen, die Verknüpfung von theoretischem Wissen mit der einer praktischen Vorgehensweise. Und heute sprechen wir über 5 konkrete Trading-Strategien, die man als Anleger systematisch umsetzen kann. Danke, Simon. Liebe Zuschauer, bevor wir mit Simons Vortrag beginnen, möchte ich Sie noch auf unseren Webinar-Chat haben. Hinweisen meine ich natürlich. Sollten Sie Fragen haben oder Verständnisprobleme, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Ich gebe Ihre Fragen gerne an Simon weiter. So, dann würde ich auch die Moderationsrechte abtreten und dich zum Moderator ernennen, Simon. Ist die Meldung bei dir angekommen? Ja, ich muss nur noch das richtige Fenster auswählen. So. Okay, jetzt sollte man meine Slides schon mal sehen. Das hat funktioniert. Perfekt. Dann würde ich sagen, lege ich doch einfach gleich los. Liebe Trader, wir sprechen heute über 5 effektive Trading-Strategien, die Anleger mit der TraderFox-Börsensoftware umsetzen können. Das Inhaltsverzeichnis, ich zeige mal, wie so ein Chart-Signal-Ticker aussieht. Ich erzähle etwas oder nee, ich stelle meine Basisstrategie, die Pivot-Point-Strategie, ausführlich vor und sage auch, welche Aktie ich nach dieser Strategie heute gekauft habe. Das ist eine extrem spannende Aktie aus den USA mit 10 Milliarden US-Dollar Market Cap, eine Tech-Aktie, die sich dem Abverkauf widersetzt und die sich jetzt aufmacht zu neuen Hochs. Dann zeige ich euch, wie man Branchenstärke identifizieren kann. Was läuft gerade? Gold, Öl, Solaraktien. Wie kann man das eigentlich systematisch feststellen? Wir sprechen über 2 Kurzfrist-Trading-Strategien, über das antizyklische Signal Gilligan's Island. Und wenn die Zeit noch reicht, sprechen wir am Ende über die Can-Slim-Strategie, mit der man Wachstumsaktien finden kann. Wie immer der Disclaimer: Hier gibt es keine Empfehlungen, ich mache hier keine Beratung, ich schildere lediglich meine Sicht auf die Dinge und das ist auch so gemeint. Bei uns gibt es nur Research, es gibt keine Handelsempfehlungen für Sie und wir empfehlen auch nichts. Warum sollten wir denn? Wenn wir haben ja mit Ihnen keinen Vertrag, kein Mandat. Von uns bekommen Sie Research, wie Sie es von der Presse kennen. Genau, zunächst noch vorneweg, warum mache ich heute das Seminar bei Zero und Friends? Weil wir Finanznet Zero auf der TraderFox Handelsplattform integriert haben. Wir verknüpfen den gebührenfreien Handel mit einer professionellen Handelsplattform.
Und das möchte ich mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wie gut wir das gelöst haben. Hier, ich bin jetzt bei uns im Trading Desk und dort oben gibt es Finanznet Zero. Dort kann man sich einloggen und dann kann man da gehebelt handeln. Und das geht sehr einfach. Wenn ich zum Beispiel Short im DAX möchte, gebe ich bei neuer Order, gebe ich DAX ein. Dann wird erkannt, dass ich den DAX handeln möchte. Ich bekomme sofort ein paar Derivate angezeigt. Jetzt möchte ich zum Beispiel mal Short im DAX gehen nach den 8,2% heute für 1000 Euro. Ich kaufe dieses Short-Produkt hier. Und jetzt bin ich schon Short im DAX hier. Schon wurde das ausgeführt und in meine Depotübersicht übernommen. So genial einfach funktioniert der Hebelhandel über Finanznet Zero. Ein anderes Beispiel. Ich gehe mal hier auf den deutschen Markt und gucke jetzt mal, wo ich eine Long-Position aufmache. Ach, Siemens Energy. Hängt heute noch ganz hinten. Nordex. Oh, Nordex minus 5%. Genau. Da mache ich jetzt eine Long-Position auf. Also gehe ich, öffne ich hier wieder Finanznet Zero. Neue Order. Und, genau, und handle jetzt Nordex. Nordex. Es gibt immer das Problem bei Aktien, wie findet man ein gutes Hebelprodukt? Bei uns ist das kein Problem. Einfach auch mit Hebelhandeln draufklicken. Dann möchte ich eine Long-Position eingehen mit Hebel 3 für 1000 Euro. Ich klicke zwei mehr drauf, dann wird die Stückzahl gleich eingetragen. Ich kontrolliere Bid und Ask und sage kaufen. Und schon bin ich, habe ich eine Long-Position auf Nordex aufgemacht. So einfach funktioniert der gebührenfreie Handel mit TraderFox und Finanznet Zero. Wer noch kein Depot haben sollte, der kann auf TraderFox.de gehen und dort ist das blaue Banner hier. Ein Depot aufmachen mit den TraderFox-Vorteilen. Ich stelle den Link auch hier nochmal in den Chat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben was richtig Cooles gebaut. Der gebührenfreie Handel und eine professionelle Handelsplattform. Das war der Grund, warum ich hier bin. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen oder zu den Strategien. Big Moves make big money. Warum traden wir eigentlich? Wir traden doch, weil wir Geld verdienen wollen. Oder wenn wir 10% pro Jahr verdienen wollen, dann reicht ein ETF, dann reicht eine passive Strategie. Aber als Trader wollen wir auch die Chance haben, dass wir mehr Geld machen, dass wir mal eine ganz große Bewegung mitnehmen. Und meine Erfahrung aus 21 Jahren Börse ist, ob du ein großer Trader werden kannst, hängt davon ab, ob du die Gewinne laufen lassen kannst. Mit den großen Bewegungen machst du das große Geld. Und die großen Bewegungen identifiziert man mit oder identifiziere ich mit Pivotal Points. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Meine generelle Strategie. Simon, darf ich Ja, dich ja, ganz ja. kurz unterbrechen? Und Immer. zwar möchten Zuschauer gerne wissen, ob man denn auf TraderFox auch ein Demokonto traden kann. Ja, es gibt bei TraderFox, es gibt Simulationsdepots. Die kann man auf der TraderFox-Plattform handeln. Ich kann nachher mal zeigen, wenn ich wieder auf dem Desk bin, wie man darauf kommt. Aber man kann auch Simulationsdepots handeln. Ja, das geht auch. Super, danke dir. Okay. Genau. Ich habe vor, wann war das? 2013 habe ich zu den Strategien, die ich heute vorstelle, habe ich die publiziert mit einem sehr schönen Erklärungstext im Traders Magazine. Dieses Magazin steht hier bereit. Ich gehe mal auf den Link und zeige euch, wie ihr da drauf kommt. Den stelle ich euch ein. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das da auch noch mal ausführlicher nachlesen. So, Moment. Hier. Hier bin ich richtig, hier. Da habe ich den Artikel eingestellt und dort ist das PDF verlinkt. Lest euch das am besten durch, wenn euch die Sachen, die ich heute sage, genauer interessieren, dann geht hier auf die Website und hier habt ihr diesen
ausführlichen Magazinartikel von mir, den ich damals publiziert habe. So. Okay, das mit den großen Monitoren ist immer so schwer, das richtige Fenster auszuwählen, weil ich kann nicht meinen gesamten Bildschirm teilen, weil der ist real, ist der 2 Meter breit und mit Pixeln hat er 5400 Pixel Auflösung. Das heißt, das funktioniert einfach nicht. Da muss ich immer das richtige Fenster raussuchen, das ich gerade teile. Aber genau, kommen wir nochmal zu Big Moves Make Big Money. Ich zeige euch mal, wie das dann am Ende vom Tag aussehen kann. Hier ist ein Screenshot von mir von einer Nvidia-Position nach einem Teilverkauf. Und da seht ihr, dass auch nach dem Teilverkauf, nachdem ich die Hälfte verkauft habe, habe ich hier ein Plus von 2.600% und noch 725.000 Euro plus. Und an diesem Beispiel seht ihr, was ich meine mit Big Moves Make Big Money. Wenn ihr die Chance haben wollt, dass ihr wirklich mal aus wenig Geld viel Geld macht, dass ihr aus 10.000 Euro 100.000 Euro macht, dann müsst ihr einmal merken, wenn ihr in der richtigen Aktie drin seid. Wenn eine Neubewertungsphase vorliegt, wenn die Firma stark wächst, wenn die Bewertung das nicht reflektiert und wenn ihr bei so einer großen Story drin seid. Darauf kommt es beim Trading an. Und jetzt möchte ich euch da mal heranführen, indem ich euch zunächst vorstelle, wie ich den Pivotal Point, den Schlüsselpunkt, den ganz relevanten Schlüsselpunkt, um auf große Trades aufmerksam zu werden, definiere. Ich habe heute auch nach meiner Pivotal Point Strategie Pure Storage gekauft. Da kann ich euch auch noch gleich ein bisschen dazu sagen. Kommen wir zum Pivotal Point, zum Schlüsselpunkt. Woher kommt dieser Begriff? Dieser Begriff kommt aus dem Buch How to Trade in Stocks von Jesse Livermore. Jesse Livermore gilt als einer der größten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. Warum? Weil er es ganz einfach geschafft hat, aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, zu einem der, ja, man kann sagen, wohlhabendsten Männer Amerikas aufzusteigen. Und er hat ein Buch geschrieben, dieser Jesse Livermore, How to Trade in Stocks. Und in diesem Buch habe ich dann vor 15 Jahren, habe ich dann dieses Kapitel gefunden, den Pivotal Point. Und das hat meine Art, wie ich über die Börse nachgedacht habe, ganz entscheidend geändert. Dieses Buch gibt es übrigens gratis. Ihr müsst mal danach googeln. Googelt mal How to Trade in Stocks PDF. Livermore, dann findet ihr eine PDF-Verlinkung zu diesem Buch. Es gibt kein Copyright mehr, weil das Buch so alt ist. Von daher ist es frei verfügbar. Und dort spricht Jesse von einem Schlüsselpunkt, der alles ändert. Er sagt, wenn ich die Geduld habe, bei einer Aktie auf diesen Punkt zu warten, den ich als Schlüsselpunkt bezeichne, dann wusste ich, dass ich bei einer Aufwärtsbewegung ganz am Anfang mit dabei bin. Ich konnte meine Füße nach oben legen und konnte diese Aufwärtsbewegung einfach zuschauen. Ein Pivotal Point, jetzt zeige ich gleich mal, wie der definiert ist. Der ist so definiert, es kommt eine neue Nachricht in den Markt und diese neue Nachricht beinhaltet irgendeine Information, die so noch nicht in den Gewinnerwartungen drin ist. Ich werde jetzt ganz konkret. Pure Storage habe ich heute gekauft. Hier habe ich letzte Woche diesen Pivotal Point, dieses 15-prozentige Gap-Up, identifiziert, das aus meiner Sicht einen Schlüsselpunkt darstellt, weil die Firma in einer Phase, in der so gut wie alle anderen Tech-Stocks enttäuscht haben, haben sie ein 41-prozentiges Umsatzwachstum gemeldet bei anziehender Profitabilität. Und schauen wir uns mal an, was Pure Storage macht. Pure Storage, die definieren nach meinem Verständnis ein bisschen die Cloud neu. Wenn man riesige Datenbanken in der Cloud betreiben möchte, wie es jetzt zum Beispiel Meta mit dem Supercomputer plant für das Metaverse.
dann braucht man für solche komplexen Cloud-Anwendungen extrem schnelle Datenbanken. Diese schnellen Datenbanken bieten die Cloud-Anbieter nicht standardmäßig an. Das ist ja zu teuer. Das hat Amazon AWS nicht, das hat Microsoft Azure nicht. Man braucht einen spezialisierten Anbieter wie Pure Storage. Mit dem arbeitet jetzt zum Beispiel auch Facebook zusammen, aber auch insgesamt schon über 10.000 andere Unternehmen arbeiten mit Pure Storage zusammen. Die stellen quasi Speicherplatz bereit, extrem schneller Speicherplatz, und da kann man dann die Datenbanken für Anwendungen laufen lassen, die extrem schnell sein müssen. Wie zum Beispiel das Metaverse, wenn wir eine virtuelle Welt aufbauen, in der wir uns mit Avataren treffen, und dann da müssen ja sämtliche Vorgänge fließend sein. Nehmen wir an, ein Avatar sagt etwas und es bewegen sich dann die Lippen, und die Bewegung der Lippen sollte ja synchron sein mit dem, was ich spreche. Und da braucht man, und allein für solche Sachen, dass man einen Avatar sieht, wie er flüssig spricht und wie er die Lippen richtig bewegt, da braucht man solche schnellen Datenbanken wie von Pure Storage. Das ist die Story. Und jetzt kamen die Zahlen, und ein Pivotal Point liegt dann vor, wenn ich Anlass zur Vermutung habe, dass diese Konsensschätzungen, hier geht der Analystenkonsens aus, dass der Umsatz knapp, ganz, ganz langsam, ganz leicht steigt, 10%. Ja, 10% in diesem Geschäftsjahr von 2,18 auf 2,46. Ja, und hier bin ich jetzt hellhörig geworden, weil 41% Umsatzwachstum in Q4 und sehr starke Performance entgegen den anderen Techs und diese Konsenserwartungen von nur 10% Umsatzwachstum etwa, ein bisschen mehr. Da habe ich gedacht, okay, da könnte mehr gehen. Das ist vielleicht ein bisschen zu pessimistisch in der Wachstumseinschätzung. Und so ist ein Pivotal Point definiert. Es kommt eine neue Nachricht, die neue Informationen beinhaltet, dass die Art und Weise, wie der Markt eine Aktie gerade betrachtet, falsch ist. Ich kann euch erzählen, was die Markterwartungen für Nvidia waren, als ich, ihr habt diesen Trade ja gerade gesehen, mit plus 2.700%, als ich die Nvidia-Aktie kaufte. Das war hier. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Hier kaufte ich die Nvidia-Aktie. Auch ein Gap-Up, es kamen neue Nachrichten. Die neue Nachricht, das ist die Pivotal Price Line, die Schlüsselpreislinie. Die neuen Nachrichten, die lagen über den Erwartungen. Und damals war das erwartete Umsatzwachstum für Nvidia nur 5%. Man hat diese Firma ausschließlich im Grafikkartenbereich gesehen. Und jetzt hat Nvidia gesagt, wir gehen auch in den Cloud-Bereich rein. Wir haben eine GPU entwickelt für Server, und damit kann man viele Rechenoperationen um den Faktor 10 beschleunigen gegenüber den klassischen Intel-CPUs. Das war der Pivotal Point bei Nvidia. Und sie hatten auch gleich Amazon als Kunden mit gemeldet. Ja, das ist die Pivotal Price Line. Und nach solchen Punkten suche ich, wo ich irgendwie davon ausgehe, dass die Firma sich viel besser entwickeln wird als erwartet. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie Pure Storage, wie das läuft, wie hier meine Pivotal Point Spekulation sich weiterentwickelt. Es gibt zwei relevante Preise. Einmal der Preis vor der Nachricht. Das ist hier die Initial Pivotal Price Line. Und dann der erste Preis nach der Nachricht. Der erste Preis nach der Nachricht. Aktuell wäre das hier in Anführungszeichen ein Stoppkurs. Das heißt, wenn die Aktie darunter schließt, Stopp auf SK-Basis, dann müsste ich mich verabschieden von diesem Trade, von dieser Spekulation. Wenn die Aktie sich jetzt nach oben löst und ich 10% vorne bin, dann wäre diese Pivotal Price Line, wäre das mein neuer Stopp, wo der Trade definiert ist. Und solange das so aufgeht, denke ich, habe ich hier die Chance, dass ich eine große Aufwärtsbewegung einstellen kann. Und ich würde dann die Aktie einfach mal halten. Ich würde halten und gucken und warten auf den nächsten Quartalsbericht, ob dort Erkenntnisse drin sind, dass
wovon ich jetzt ausgehe, die Konsenserwartungen zu gering sind. So ist mein aktueller Trading-Plan Research. Ja? Wir haben ja eine Frage aus dem Plenum und zwar möchte ein Zuschauer gerne wissen, wie sich Pivotal Points, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, objektivieren bzw. messen lassen und wie verhalten sich Aktien nach großen Gaps? Genau, also die richtige Aussprache ist Pivotal Point. Danke für die Korrektur. Genau, ist ein bisschen komisch. Pivotal Point. Objektivieren lassen die sich nur im Nachhinein, in der Nachbetrachtung. Weil, wie gesagt, wir stellen die These auf, dass eine neue Information an den Kapitalmarkt kommt. Und die These ist, die Firma wird sich besser entwickeln, als derzeit vom Analystenkonsens erwartet. Ist nicht objektivierbar, ist immer eine subjektive Einschätzung, indem man schneller kapiert als der Rest, was gerade Sache ist. Aber darauf muss man sich beim Trading auch bei diesen Strategien konzentrieren. Beispiel, ich zeige mal, was wir bei TraderFox in den Trading-Sektionen gemacht haben. In den letzten 14 Tagen, wie wir diesen Markt gehandelt hatten, welche Erkenntnisse wir aufgestellt haben. Und daran seht ihr, man muss auf Marktbewegungen oder man muss Entwicklungen richtig einschätzen. Beispiel: Vestas Wind haben wir sofort gekauft vor 10 Tagen, als sich der Konfliktherd verschärft hat, weil uns sofort klar war, die Reaktion der Europäer auf den Einmarsch der Russen der Ukraine werden Sanktionen sein. Die Rohstoffpreise werden durch die Decke gehen und man wird über erneuerbare Energien diskutieren. Sind wir 30% vorne? Warum? Weil wir innerhalb von wenigen Stunden aus dem, was passiert ist, die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben. Anderes Beispiel. Vor 2 Tagen hat Habeck eine Taskforce gegründet, wie man jetzt auf die Krise reagiert. Und es wurde ein Paper veröffentlicht, in dem er von der All Electric Society gesprochen hat. Von der kompletten Elektrifizierung Deutschlands. Man möchte komplett unabhängig werden von fossilen Energien. Unsere Schlussfolgerung war, das geht nur mit Luftwärmepumpen. Also haben wir den führenden Anbieter von Luftwärmepumpen gekauft und sind jetzt auch hier im Plus. Eine andere Schlussfolgerung war, dass es neue Solarparks geben wird. Also haben wir auch Energiekontor gleich vor 10 Tagen gekauft und sind auch hier 38% im Plus. Also man verdient das Geld, indem man, das ist gar nicht geteilt, das Depot. So, schade. Jetzt aber. Genau, jetzt sieht man das, wovon ich gesprochen habe. Genau, das sind die TraderFox Live Trading Sektion. Und hier sieht man, dass es darauf ankommt, aus neuen Informationen so schnell wie möglich die richtigen Schlussfolgerungen zu treffen. Jetzt ist die Frage, wie kann man solche Pivotal Points systematisch aufspüren. Und da gibt es ein sehr mächtiges Screening, eine sehr mächtige Vorgehensweise. So, ich gehe nochmal auf unser Trading Desk, traderfox.com. Ich gehe auf den US-Markt. Ich gehe jetzt mal auf die Liste USA 2000 mit den 2000 größten amerikanischen Aktien. Ein Pivotal Point ist durch eine neue Information charakterisiert. Die werden meistens durch neue Quartalszahlen ausgelöst, die vor- oder nachbörslich kommen. Also gehört zu meinen Standard-Screening-Routinen, dass ich nach Gap absuche und dann schaue, was steckt dahinter. Und das geht folgendermaßen. Ich klicke in dieser Kursliste auf traderfox.com auf die Zusatzspalte. Ich gehe auf Scans und Signale und ich wähle letzte Gaps, Kurslücken. Hier. Dann implementiere ich hier einen Filter. Ich sage, ich möchte in den letzten 5 Tagen zum Beispiel, Zeitfilter Tage 1 bis 5, möchte ich einen Gap Up mit mindestens 10%. Und schon wird das Screening durchgeführt. Und hier bekomme ich jetzt die Aktien angezeigt, die mit einem deutlichen Gap Up eröffnet haben. Und dann weiß ich hier, dass ich bei diesen Aktien, dann nach neuen Nachrichten suchen kann. Hier.
Hier werden die letzten Gaps im Chart angezeigt. Und hier wurde das Gap-Up systematisch gescreent. Und das ist für mich der Hinweis darauf, hier kann ich nach neuen Nachrichten Ausschau halten. Das gehört zu meinen Standardroutinen. Also die Gaps Up und Down, die gucke ich mir regelmäßig an. Da möchte ich verstehen, was steckt dahinter, durch was wurden die ausgelöst. Genau, Joy, ist die Frage damit beantwortet oder sind noch weitere Fragen aufgekommen zum Pivotal Point? Es sind tatsächlich noch Fragen aufgekommen, beziehungsweise im Moment gerade eine. Und zwar möchte ein Zuschauer gerne wissen, woher man denn merkt, dass man nach dem Pivotal Point dennoch verkaufen sollte. Das kann man nicht merken. Das entscheidet dich, ob du Kreisliga oder Champions League spielst. Es gehört zu den am meisten gestellten Fragen auf Seminaren, wann verkaufe ich eine Aktie? Und die Antwort darauf ist, es gibt keine Regel außer deinem Weltverständnis. Schau dir zum Beispiel Nvidia an. Warum habe ich die Nvidia laufen lassen? Weil mein Kernszenario ist, dass sich die Menschheit im Jahr 2030 in zum Teil in virtuellen Welten aufhalten wird, dass das Metaverse, was gerade überall gebaut wird, dass das durchaus Wirklichkeit wird. Und wenn man virtuelle Welten bauen will, braucht man eine unendliche Rechenpower. Und das ist nicht übertrieben, also man braucht wirklich fast eine unendliche Rechenpower. Nvidia hat ja die Omniverse, das Omniverse Interface vorgestellt, mit dem man virtuelle Welten simulieren kann. Und unter anderem ist da vorgesehen, dass Creators künstliche Intelligenzen als Avatare entwickeln können, die auch mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Und KI braucht Rechenpower ohne Ende. Also wenn man neuronale Netze hat, die können gar nicht genügend Rechenpower haben. Da gibt es kein Ende. Auch wenn es darum geht, Fotorealismus zu simulieren. Auch da brauchen wir einen Rechenbedarf, der gigantisch nach oben geht. Und das heißt, ob ich eine Aktie verkaufe oder ob ich ihn bei einem Wert drin bleibe, das hängt nur von meinem Weltverständnis ab, von dem, wie ich erwarte, wie sich die Welt entwickelt. Sonst, wenn man nicht die Einschätzung hat, Nvidia wird ein Superbulle, dann wird man keine 2600% Gewinn erzielen können, weil man die Aktie nicht hält. Es gibt auch keine Regel für den Stoppkurs. Also wenn man sagt, man setzt bei minus 50% einen Stopp, kann man eigentlich gleich verkaufen, wird man irgendwann sowieso rausgestoppt. Wenn man den Pivotal Point erfolgreich trifft, dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, ob man aus dem Trade ein Investment macht. Nur wenn es erfolgreich läuft, was natürlich der Anfängerfehler schlechthin ist, wenn man aus einem schlechten Trade ein Investment macht. Das sollte man nicht, da lügt man sich selber an. Aber wenn ich über 100% im Plus bin, dann frage ich mich, soll ich aus diesem Trade jetzt ein Investment machen? Kann diese Firma auf Jahre und Jahrzehnte hinweg wachsen? Und wenn meine Antwort darauf ja ist, dann tendiere ich, die Aktien zu behalten. Genau, ich hoffe, die Frage wurde damit einigermaßen beantwortet. Es kamen auf jeden Fall keine Fragen hinterher. Vielen Dank dir, Simon. Ich denke, damit können wir gerne weiter fortfahren. Okay, das war eine große Strategie, die Pivotal Point Strategie. Jetzt machen wir mal ein paar Kurzfrist-Trading-Strategien. Bei Kurzfrist-Trading-Strategien, die sind komplett anders. Da nimmt man dann auch mal gerne nach 3 Tagen die Gewinne mit. Ich stelle eine sehr interessante Strategie vor, das Chilligan's Island nach Jeff Cooper. Eine Strategie, die ganz oft zu V-förmigen Erholungsbewegungen führt. Die Strategie funktioniert folgendermaßen. Ich zeige gleich konkrete Charts und dann kann man das viel besser nachvollziehen. Die Aktie muss auf einem 2-Monats-Tief eröffnen mit einem Down Gap. Das heißt, die Aktie ist gefallen und gefallen und gefallen. Und wenn die Aktien fallen und fallen und fallen, dann werden die Trader nervös, nervös, nervös und irgendwann haben sie alle keinen Bock mehr und schmeißen ihre Position auf den Markt. Und dann kommt am Ende dieser Abwärtsbewegung noch ein Down Gap zustande.
Ja, und das wird gehandelt. Und jetzt zeige ich, wie das gehandelt wird. So, ich gehe wieder in das Trading Desk und ich öffne hier eine Radarbox, die Radarbox Signale. Und dort kann ich verschiedene Strategien auswählen. Ich gehe jetzt auf die Strategie Chiligans Island Long. Das finde ich bei den Rebound-Signalen. Hier, Chiligans Island Long. Gucken wir uns mal ein paar Signale an. So, welche sind schön gelaufen? Deutsche Lufthansa. Deutsche Lufthansa hat hier auf einem 2-Monats-Tief mit einem Down Gap aufgemacht. Ich hoffe, man sieht das. Genau. Die Kaufstrategie kauft am Tag danach, wenn das Hoch überschritten wurde. Und jetzt haben wir hier diese schöne Entwicklung gehabt von plus 12%. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Da in der Truck Holding genau das gleiche Bild. Wir haben hier mit einem Down Gap aufgemacht. Hier war der Öffnungskurs. Down Gap auf einem neuen 2-Monats-Tief. Dann wurde hier am nächsten Tag die Position aufgemacht. Und jetzt läuft die Aktie auch schön nach oben. Ich gucke mal, ob ich am US-Markt noch was finde. Bei USA 1000. Chiligans Island Long. CureVac haben wir hier. So. Da wurde das Signal aber erst heute getriggert. Irgendetwas Mustergültiges am US-Markt. Nee. Ich finde nichts Mustergültiges. Wir haben zwar 12 von 4, hier oben ist die Trefferquote, 12 von 4 Signalen sind im Plus, aber die haben sich auch alle zu kurzfristig jetzt entwickelt. Simon, Ja. es kamen eben mehrere Fragen zu TraderFox selbst, und zwar, ob TraderFox denn etwas kostet, also komplett mit Software, und ob es einen kostenlosen Demo-Zeitraum gibt. Im Endeffekt, wir haben so ein Freemium-Modell. TraderFox.com kann man da kann man sehr viel gratis nutzen. Wenn man die Premium-Funktionen haben möchte, braucht man die TraderFox Börsensoftware für 29 Euro im Monat. Dann sind die ganzen Echtzeitsignale freigeschaltet. Also Freemium. Das Premium-Paket gratis testen geht nicht. Warum nicht? Wegen den Datenanbietern. Sobald man zugreift auf die ganze Datenbasis, dann müssen wir Geld abführen und darum können wir das nicht gratis bereitstellen. Aber es ist relativ günstig, 29 Euro pro Monat kann man gerne mal angucken. Ich denke, man macht nicht viel kaputt, wenn man sich das mal anguckt. Genau, okay, aber das war das Chiligans Island. Eine sehr schöne Rebound-Strategie, die regelmäßig gute Trefferquoten erzeugt und die regelmäßig zu V-förmigen Erholungen wird und ja, ihr kommt da drauf, indem ihr auf Radar geht und dann auf Radarbox Signale und dann könnt ihr hier diese Strategie öffnen. Und das ist auch unsere Philosophie, dass wir Handel systematisierbar machen wollen. Systematisierbarer Handel funktioniert dadurch, indem man Muster hat und die immer und immer gleichen Muster lernt zu handeln. Wenn man 100-mal beobachtet hat, wie sich eine Aktie nach einem 2-Monats-Tief nach einem Gap Down entwickelt, dann bildet man für genau dieses Muster Erfahrungswerte. Und darauf kommt es an. Erfahrungswerte, die immer und immer wieder gleiche Situation bilden. So, okay, das war das Chiligans Island nach Jeff Cooper. Mal sehen, was ich noch alles für euch mitgebracht habe. Ich habe viel für euch mitgebracht. Ich überlege jetzt gerade, was ich euch als nächstes erzählen möchte. Ja, vielleicht noch, oder andersrum. Ich fange jetzt an mit dem Dynamic Breakout, um euch mal zu zeigen, dass ich diese ganzen Strategien schon seit Ewigkeiten handle. Genau. Dynamic Breakout, was ist das? Das passiert,
wenn eine Aktie auf einen klassischen Widerstand, sprich auf ein Hoch, zuläuft. Und wenn die Aktie das mit Momentum macht. Sprich, wenn wir einen kurz, wenn wir den 5er GD haben und der 5er GD zeigt steil nach oben. So sieht ein Dynamic Breakout aus. Wir haben hier, haben wir ein Hoch und dann haben wir keine langsame Annäherung an das Hoch, sondern wir haben diese Annäherung mit Schwung. Also ein Ausbruch auf ein neues Hoch, aber mit Schmackes, mit Power, mit Momentum. Und auch das ist ein Muster, was man sich systematisch screenen lassen kann. Und jetzt hatte ich glücklicherweise hier noch einen Screenshot gefunden aus dem Jahr 2009. Die Strategie habe ich irgendwann im Jahr 2008 definiert und habe damals darüber geschrieben und habe das damals mit realen Orderausführungen dann auch untermauert. Und das könnte ich hier sehen am Beispiel von Evotec. Ich kaufte, Moment. Ich bin kurz 30 Sekunden weg, weil ich muss einen kräftigen Schluck trinken. Ich habe vergessen, mir ein Glas Wasser auf meinen Schreibtisch zu stellen. Aber ich bin 30 Sekunden zurück. Ich hole mir kurz ein Glas Wasser. Bis gleich. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne nochmal darauf hinweisen, falls Sie Fragen haben an Simon Betschinger, können Sie die gerne jederzeit im Chat stellen. Ich gebe sie wirklich gerne weiter an unseren Experten. Ich freue mich, wenn Sie auf jeden Fall aktiv teilnehmen und die Chance nutzen. So, liebe Trader, ich bin zurück. Ich habe mir zum Trinken geholt. Ich hoffe, die Joy hat euch gut unterhalten während meiner Abwesenheit. Es sind noch ein, zwei Fragen reingekommen, die ich dir gerne stellen würde, Simon. Ja, immer doch, ja. Gut, nun, ich stelle sie einfach mal nacheinander. Ein Zuschauer fragt, ob es eine Strategie gibt, die du persönlich bevorzugst. Und ein anderer fragt, wenn Pattern Analysis funktionieren soll, warum braucht es dann einen Menschen? Im Endeffekt, das systematische Trading von Handelsmustern funktioniert ja auch nicht. Es ist ja, wenn ich jetzt einen Computer programmiere und ich habe ein Chartmuster und ich handle dieses Chartmuster 10.000 Mal, dann komme ich auf einen, bei Long-Signalen, auf einen Erwartungswert von etwa 51% Trefferquote. Also das heißt, allein aus dem Muster entspringt noch kein systematischer Handelsvorteil. Das sind die effizienten Märkte. Dafür sind die Märkte einfach zu effizient. Es gibt keine Gelddruckmaschinen. Gelddruckmaschinen werden vernichtet. Die Gewinne entspringen dadurch, dass man als Mensch noch viel mehr Informationen aufnehmen kann als einfach ein Handelssystem, das nur auf den Kursdaten basiert. Als Mensch kann ich wahrnehmen, ob in der Branche gerade eine allgemeine Aufwärtsdynamik herrscht, ob eine sachlogisch begründete Aufwärtsdynamik herrscht. Ich habe ja vorhin unsere aktuellen Trades gezeigt, dass wir long gegangen sind bei den erneuerbaren Energien wegen der Verteuerung der Rohstoffpreise. Und jetzt haben wir hier eine kausale Kette, die so ein einfaches Handelssystem, das man programmiert, überhaupt nicht hat. Wir bemerken einen Zustand auf der Welt. Wir stellen sachlogische Schlussfolgerungen auf, steigende geopolitisches Problem, steigende Rohstoffpreise, die Politik muss reagieren. Die logische Reaktion ist,
dass wir die erneuerbaren Energien fördern. Und auf einmal haben wir ein Signal, ein Pattern, was ein Kaufsignal anzeigt, aber auch ein sachlogisches Konstrukt drumherum. Und das ist es, womit wir als menschliche Trader die Gewinne erzielen. Wenn wir das verknüpfen, die Preisinformation, die uns immer und immer wieder in die gleichen Abläufe aufzeigt, mit einer sachlogischen Deutung der Entwicklungen. Anders geht es nicht. Aber der Traum von der Gelddruckmaschine, den gibt es nicht. Den braucht man gar nicht erst träumen. Genau. Noch Fragen, Joy? Genau, es wurde gefragt, welche App es eine Trading-Strategie gibt, die du bevorzugst. Und es gibt weiterhin zahlreiche Fragen zu TraderFox. Okay. Ob es eine die Trading-Strategie, die ich bevorzuge, ist ganz klar die Suche nach den Pivotal Points. Und sobald es Volatilität gibt, diese antizyklischen Signale. Also die ähnlich sind wie das Gilligan's Island mit Down Gaps und dann eben die Branchendynamiken. Und genau das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wie die Branchendynamiken funktionieren, weil das mache ich auch jeden Tag, dass ich mir anschaue, welche Branchen, Sektoren werden gerade gespielt. Ich versuche zu verstehen, warum. Wenn ich verstehe, warum, dann folge ich diesen Entwicklungen. Okay, zeige ich gleich, aber vorher bitte noch die Frage zu TraderFox. Gebe ich dir gerne weiter. Es sind insgesamt zwei. Ein Zuschauer fragt, ob es denn die Möglichkeit gibt, Trades von TraderFox zeitgleich zu kopieren. Und ein anderer möchte gerne wissen, ob es denn Tutorials oder Erklärungen oder Trainings zu der Software gibt. Also unsere Trading-Muster-Depots, wie ich vorher gezeigt habe, die sind komplett nachbildbar, weil wir alle Transaktionen vorab bekannt geben. Also hier in unseren Live-Trading-Sektionen oder im Trading-Room, jetzt bin ich nicht mehr eingeloggt, dort geben wir in dem Musterdepot alle Transaktionen vorab bekannt. Wir schreiben zum Beispiel um 9.50 Uhr, dass wir um 10 Uhr eine Order platzieren. Das heißt, jeder hat ausreichend Zeit, wenn er das Musterdepot nachbilden möchte, dass er die Orders gleich wie wir platzieren. Das Musterdepot ist das eine, aber generell sehen wir uns als Research-Dienst und wir liefern einfach wertvolle Erkenntnisse über die Sachlogiken, die am Markt gerade gespielt werden. Okay, genau, das war die eine Frage und die andere, wie war die nochmal? Ja, ob es denn Erklärungen oder Trainings oder Tutorials zur Software gibt? Ja, es gibt die Videos auf YouTube, also auf unserem YouTube-Kanal, auf TraderFox YouTube. Wenn man danach etwas sucht, dann findet man dort immer ausführliche Anleitungen zu eigentlich allen Themen. Also sucht zum Beispiel mal bei YouTube nach Ken Slim. Ich zeige es euch mal. Ich gehe hier mal auf YouTube und dann suche ich dort nach TraderFox. Und dann suche ich da, hier ist unser Kanal. So, da gibt es, wie viele Videos gibt es? Das steht hier nicht, aber es gibt hunderte Videos. Dann suche ich zum Beispiel mal TraderFox Ken Slim. Hier. Und jetzt bekomme ich hier dann zum Beispiel ein Anleitungsvideo zu TraderFox Ken Slim. Und so einfach auf dem TraderFox YouTube-Kanal suchen, da findet man dann Anleitungen für eigentlich alle Themen. So, aber jetzt wollte ich euch noch die andere Strategie von mir zeigen, die darauf basiert, dass man auf Branchen- und Sektorentrends aufspringt. Branchen- und Sektorentrends, die sind sehr dominant, weil sie meist nicht kurzlebig sind. Also die meisten Dinge, die auf dieser Welt passieren, die laufen über längere Zeit an. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt die ganze geopolitische Lage oder dass sich die wirtschaftliche Lage jeden Tag zickzack ändert. Nein, es gibt wirtschaftliche Trends, wie zum Beispiel, dass wir hohe Rohstoffpreise haben, dass wir eine hohe Inflation haben, die über längere Zeit anhalten. Und darum ist es gut, relativ früh zu erkennen, welche Branchen und Sektoren gerade steigen.
Und was man eigentlich auch immer übersieht, ist der Crash oder wenn die Märkte so stark korrigieren, dann betrifft das ja meistens die Publikumstitel, die aktuell jeder gerade im Depot hat. In den letzten 6 Monaten hat mit heftigen Korrekturen bei den Wachstumsaktien, bei den Tech-Stocks und jetzt nach unten gehauen. Und dann hat sich das für 80% der Anleger vermutlich so angefühlt, als ob es den gesamten Markt gerade zerreißt. Aber es gibt eigentlich in jeder Abwärtsbewegung, zu jeder Krise gibt es auch Branchen, Sektoren, die nach oben laufen. Hat man während der Corona-Pandemie auch sehr gut gesehen. Da ist auch der Markt kollabiert, aber wir hatten dann auf einmal die Aufwärtstrends bei den Stay-at-Home-Aktien, bei den Medizintechnikherstellern und so weiter und so fort. Und darum gehört die Suche nach starken Branchen und das Verständnis der Sachlogik zu den essentiellen Screenings, die man durchführen muss. So, ich gehe mal in unser Branchensektoren-Tool rein und mache mal USA 2000. Die 2000 volumenstärksten amerikanischen Aktien. Hier kann ich eine Sortierung durchführen nach Sektoren und sehe, welche Sektoren gerade stark sind und welche schwach sind. Stark ist zum Beispiel der Energy-Sektor in den letzten 7 Tagen, aber auch in den letzten 4 Wochen. Und hier sehe ich dann, was ist gerade am stärksten. Uranium, Kohle, Kohleaktien sind gerade sehr stark. Und das ist eine Sache, die man dann auch sehr schnell kapiert. Russische Kohle wird sanktioniert. Jetzt bestellen alle die Kohle aus Amerika. Also sind Kohleaktien stark. Und solche Logiken kann ich hier mit diesem Branchen- und Sektorenscreener sehr schnell erkennen. Ölaktien sind stark. Alles, was mit Ölexploration, mit Ölförderung zu tun hat, geht durch die Decke. Und so klicke ich mich hier gerne durch und gucke, was gerade gespielt wird. Solaraktien ergibt doch auch sofort Sinn. Wenn wir die fossile Energie runterfahren wollen, wenn wir, wie es Robert Habeck ausgedrückt hat, die All-Electric Society einführen wollen, dann brauchen wir Wind- und Stromenergie ohne Ende, könnte man sagen. Und hier klicke ich dann da drauf. Und dann bekomme ich hier die Solaraktien angezeigt. Ich bin vor 2 Tagen bei First Solar rein. Die halte ich aktuell noch. Bin ich aktuell 10% vorne. Im TraderFox Musterdepot haben wir Canadian Solar gekauft. Eine kanadische Solarfirma. Die ging gestern auch um 15% nach oben. Genau. Und hier sieht man dann quasi die Trends, die anlaufen, kann man mit dem Branchensektoren-Tool sehr gut identifizieren. Die meisten oder das größte Missverständnis beim Trading liegt, glaube ich, daran, dass man rein mit Preisinformation arbeitet. Und da bin ich ein ganz starker Gegner davon. Also ich sage wirklich, man muss als Trader täglich die Wirtschaftszeitung lesen. Handelsblatt ist Pflichtlektüre. Die relevantesten Börsennachrichtenticker sind Pflichtlektüre. Man muss verstehen, was in dieser Welt gerade passiert. Und ich folge diesen Branchen- und Sektorentrends nur dann, wenn ich eine Sachlogik erkenne, warum eine Branche steigt. Und dann ist es ein sehr mächtiges Tool. Dann ist es eine der effizientesten Strategien, die es gibt, dass man merkt, welche Branchen werden gekauft und dass man versteht, warum. Okay, gibt es Fragen zum Trading von Branchen und Sektoren? Da gibt es aktuell keine. Es gibt weiterhin Fragen zu TraderFox, die ich dir gerne weitergeben würde. Und zwar wurde jetzt mehrfach gefragt, ob denn das Musterdepot kostenlos ist und ob der Aktienscreener auch bei der in Anführungszeichen normalen Software mit drin ist oder extra kostet. Okay. Hier sieht man die Produktpalette. Es gibt TraderFox Live Trading.
Dieses Paket beinhaltet auch die Trading-Muster-Depots. Es ist natürlich nicht kostenlos, weil wir müssen ja die ganzen Leute bezahlen, die ihr Research machen. Bei TraderFox arbeiten über 20 Redakteure für unseren Magazinbereich, für unseren Trading-Research-Bereich. Und darum kostet das natürlich Geld. Die Leute wollen ja auch bezahlt werden. Dieses Live-Trading-Paket kostet 49 Euro im Monat und da bekommt man diese Trading-Sektion, die ich vorhin gezeigt habe, und man bekommt Zugang zu den Trading-Muster-Depots. Genau. Das Paket TraderFox Börsensoftware beinhaltet das Trading Desk mit den ganzen Signalboxen, die ich vorhin gezeigt habe. Es beinhaltet auch einen mächtigen Screener und ein professionelles Charting Tool. Das Einzige, was dieses Basissoftware-Paket nicht beinhaltet, ist das TraderFox Morningstar Datenpaket mit dem mit dem Aktienterminal, mit dieser mächtigen Morningstar-Datenbank im Hintergrund. Warum? Weil der Datenanbieter Morningstar natürlich auch bezahlt werden möchte, dass man Zugriff auf die fundamentalen Informationen von eigentlich allen Aktien in Europa und Nordamerika hat. Aber so zum Anfang ist das eigentlich perfekt. TraderFox Live Trading bekommt man eine schöne Kommentierung zum Geschehen. Und man bekommt Zugriff auf die Software, auf die mächtige Software. Und genau, und das wollte ich jetzt auch jetzt noch am Ende machen, dass ich mal zeige, wie eine komplexe, fundamentale und technische Strategie aussieht. Darf ich dir gerade noch eine Frage weitergeben, die mehrfach gestellt wurde? Und zwar fragen sich Zuschauer, wie lange sich denn ein Einstieg in eine Branche lohnen könnte? Da gibt es keine Faustregel. An der Börse werden die zukünftigen Gewinne gehandelt. Und wir diskutieren täglich in der Redaktion, welche Auswirkungen haben bestimmte Dinge. Das ist wirklich ereignisbedingt. Zum Beispiel jetzt gehen wir davon aus, dass die Rohstoffsanktionen gegen Russland ganz dramatische, ganz immense Auswirkungen haben wird, weil ja noch 75% der Heizungen in Deutschland funktionieren mit Erdöl und Erdgas. Glaubt man eigentlich gar nicht. Erst 25% aller Heizungen funktionieren auf Erneuerbare. Und darum ist hier unsere Einschätzung, dass wir in den Aktien noch über gerne 2, 3 Monate eine Chance haben für eine Outperformance, weil einfach so diese Auswirkungen so dramatisch sind, die wir gerade erleben. Also die Antwort auf die Frage ist, es gibt keine pauschale Aussage dafür. Wir zum Beispiel diskutieren einfach jeden Tag intern, was die Entwicklungen auf der Welt bedeuten für Branchen, für Unternehmensgewinne. Okay, dann kommen wir jetzt noch zur Can-Sim-Strategie. Und die stelle ich auch deswegen immer gerne vor, weil es hier auch ein super Buch gibt, wie man mit Aktien Geld verdient von William O'Neill. Warum ist dieses Buch so genial? Weil William O'Neill in dem Buch 100 Supergewinner vorstellt. Er hat sich angeschaut in der Börsengeschichte, wie sahen die größten Gewinneraktien an der Wall Street in der Vergangenheit aus. Und dann hat er diese Supergewinner, hat er dann mit Charts kommentiert. Man sieht das hier bei Cisco Systems. Und dann hat er aus diesen 100 Charts oder aus dieser Beobachtung, wie die vergangenen Top-Gewinneraktien sich entwickelt haben, hat er ein Regelwerk aufgestellt, wie man diese Aktie am Beginn ihrer Aufwärtsphase identifizieren kann. Und dabei kam das Can-Slim-Regelwerk heraus. Er hat festgestellt, dass die Top-Gewinneraktien, die solche fantastischen Aufwärtsbewegungen hatten wie Cisco Systems im Jahr
1990. Die ist um 75.000% gestiegen. Mal wie viel ist das, wenn etwas um 75.000% steigt? Mal wie viel ist das? Mal 750, oder? Ich glaube. Dann werden aus 10.000 Euro werden 7,5 Millionen Euro. Und er hat dieses Regelwerk entwickelt. Und dieses Regelwerk heißt CAN-SLIM. Und jeder Buchstabe in CAN-SLIM steht für eine Eigenschaft, die die Aktien haben müssen. Sie müssen ein hohes Gewinnwachstum haben. Auf Quartalsbasis. Ein hohes Umsatzwachstum. Sie müssen ein hohes Gewinnwachstum auf Jahresbasis haben. Die Firmen müssen bei neuen Technologien engagiert sein. Es muss ein Akkumulationsvolumen vorliegen. Und genau, Wachstum, Akkumulationsvolumen, relative Stärke. So kann man das auf den Punkt bringen. Und dann hätte man nach dem Regelwerk eine Cisco hier finden können. Ich sage, hätte man finden können, weil man nach dem CAN-SLIM Screening sind ja oft mehrere Aktien kaufenswert. Und man muss sich dann auch hier die Frage stellen, welche die beste Zukunftsperspektive hat. Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man dieses Screening durchführt. So, ich bin auf unserem Aktienterminal. Ich gehe hier mal in Aktienrankings rein, die Screener-Software. Dann gehe ich auf das Template Wachstumswerte nach Wegem und Nil. Und hier wurde jetzt als Filter eingestellt, ich habe ein hohes EPS-Wachstum, ich habe also der Gewinn je Aktie wächst, der Umsatz wächst, wir haben relative Stärke innerhalb einer Branche und insgesamt. So, jetzt gucke ich mal, ob hier noch was rauskommt oder ob der Crash alles kaputt gemacht hat. Wir führen das Screening in Echtzeit durch über den gesamten Markt. Es bleiben 109 Aktien übrig hier. 109 Aktien, die mit relativer Stärke und neuen Hochs überzeugen. So, und jetzt zeige ich euch, wie man da systematisch handeln kann. Ich gehe über das TradeFox Cloud Menü, gehe ich auf Charting in unser Charting Tool. Dort lade ich mir das Screening Wachstumswerte nach Wegem und Nil rein. Ich führe das Screening hier im Charting-Tool durch. Man kauft die Aktien nach der Originaltheorie von Wegem und Nil, wenn wir aus einer stabilen charttechnischen Basis kommen, aus einer Phase der Kursberuhigung, aus einer U-förmigen Konsolidierung. Und die Routine sieht folgendermaßen aus. Wir klicken die Aktien durch und schauen, ob wir irgendwo eine stabile Konsolidierung finden. Hier noch nicht. Hier sehen wir dieses typische U, was William O'Neill so liebt, weil hier quasi die Trader die Nerven verlieren in der U-förmigen Konsolidierung. So. Okay, ich zeige das mal. Das gehört zu den Basispattern von William O'Neill. Ist allerdings noch kein Kaufsignal. Hier fehlt noch diese seitliche Phase. Ich klicke mal weiter durch. Ob wir ein aktuelles scharfes Signal finden. Weil wenn ich ein scharfes Signal entdecke, dann platziere ich bei CAN-SLIM Aktien ein. Hier. Da deutet sich so eine seitliche Konsolidierung an. Flat Base nennt ihr das. Flat Base. Und jetzt kann man das als Breakout-Trader handeln, wenn die Aktie mit relativer Stärke auf neue Hochs geht. Und wenn wir hier die Sachlogik erkennen, warum diese Aktie gerade steigt. Ich kann mir hier die Fundamentaldaten anschauen,
Reliance Steel. Amerikanischer Stahl ist auch wieder gefragt. Und dann platziere ich hier einen Kursalarm. Hier. Ich klicke auf das Alarmsymbol und ich lege mit dem Alarm hier rein. Und was man hier gerade gehört hat, ist quasi die App, die TraderFox App. Und der Alarm wurde auch an die App übermittelt und wenn er ausgelöst wird, bekomme ich eine Push-Notification. Genau, so kann eine Screening-Routine aussehen. Man hat ein fundamentales Screening, ein fundamentales Framework und dann nutzt man das Charting-Tool, um dann ganz gezielt die Kursalarme zu platzieren, wenn man benachrichtigt werden möchte. Simon, ein Zuschauer fragt, ob Kanzler denn auch auf Tesla zutreffen würde. Tesla wird aktuell von der Can-Slim-Strategie, ich glaube, ist nicht mit dabei. Vermutlich, weil die Aktie ja gerade keine relative Stärke hat. Tesla ist in der Korrekturphase drin. Das heißt, Tesla ist prinzipiell eine interessante Aktie, aber ist wird aktuell von der Can-Slim-Strategie nicht gefunden. Vermutlich, weil wir hier ja in dieser sehr scharfen Korrekturphase drin sind. Die Can-Slim-Strategie setzt Branchenstärke Stärke innerhalb einer Branche und relative Stärke voraus. Genau, wenn ihr Fragen an mich habt, dann jetzt stellt sie mir. Es wurde noch nach China-Aktien gefragt, ob du dazu eine Einschätzung geben könntest. Ja, also China-Aktien sind reine Zockerei, sind keine Investments, weil dort gibt es ja keine Aktionärsrechte, wie sie für Investments erforderlich sind. China-Investments kann man sich so vorstellen, man kauft etwas, aber man hat nicht wirklich Eigentum daran. Man ist in keinem Rechtssystem irgendwie verankert, wo man wirklich Eigentum hat. Man kauft etwas und hofft, dass die Gunst der kommunistischen Partei in China für das Unternehmen weiter anhält. Ich bin auch gespannt, wie die Geschichte mit Alibaba ausgeht. Hier kauft sich ja auch der Kompagnon von Warren Buffett, der Charlie Munger, immer stärker ein und kauft nach unten auch immer weiter zu und verstößt gegen sämtliche Kriterien, die er eigentlich immer in seinen Büchern beschrieben hat. Und zwar hat er ja hier keine Sicherheit. Er hat keinen Burggraben bei seinem Investment, weil es vom Gutdünken der Politik in China abhängt, ob die Alibaba gerade, ob die sie platt machen wollen. Und das war ja der Fall. Also wenn man sich verfolgt hat, wie die ja von der chinesischen Politik sanktioniert wird, seitdem der Gründer da ein paar regierungskritische Aussagen gemacht hat, da sieht diese Aktie kein Land mehr. Und darum ist für mich China eher ein Zockerthema. Es ist niemals ein Investmentthema. Ich würde nie in etwas investieren, wo ich als Aktionär keine Aktionärsrechte habe, wo ich keine Eigentumsrechte habe. Darum China als Zockerei, ja, aber jetzt sehe ich aktuell keinen Grund, warum ich jetzt zum Beispiel diese Spekulation auf Alibaba aufmachen sollte. Da fehlt irgendwie komplett die Nachrichtenlage, das Fundament. So sehe ich China-Aktien. Wenn es die Nachrichtenlage hergibt, interessante Spekulationen, aber niemals als Investment. Nun wurde in diesem Zusammenhang auch nach indischen Aktien gefragt. Indische Aktien sehe ich sehr viel positiver, weil ich jedoch den Eindruck habe, dass es da institutionelle Eigentumsrechte gibt, dass sich hier herrscht nicht so viel Willkür, wie Unternehmen behandelt werden und abgestraft werden. Es gibt auch sehr viele Erfolgsstories, also hier Reliance Industries oder Infosys, eine einzigartige Qualitätsfirma.
Indien sehe ich als größten Wachstumsmarkt der nächsten 20 Jahre. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt aktuell, dürfte ungefähr bei 2.400 US-Dollar liegen pro Kopf. Und was man in Indien eigentlich gar nicht auf der Rechnung hat, die wachsen schon. Also das Pro-Kopf-Einkommen wächst mit fast 10% pro Jahr. Und das wird auch so weitergehen. Weil Indien kann noch wachsen, indem sie westliche Technologien adaptieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir einen Landwirt haben in Indien und dieser Landwirt hat sein Feld noch mit Esel und Pflug bestellt und er bekommt dann einen Traktor, dann hat er einen deutlichen Produktivitätsfortschritt. Und in diesem Zustand sind in Indien, die ja ein Pro-Kopf-Einkommen haben, wo sind wir? Bei 60.000 müssten wir ungefähr sein, das quasi um den Faktor 30, um den Faktor 25 niedriger liegt als bei uns. Die werden wachsen durch Technologieadoption, genauso wie China vor 20 Jahren angefangen hat zu wachsen. Und darum so von der Makroanalyse ist Indien der spannendste Wachstumsmarkt überhaupt für die nächsten 20 Jahre. Und ich habe hier mehr Vertrauen auf den institutionellen Schutz von Aktionärsrechten, von Eigentum. Zumal auch hier noch etwas ganz Interessantes hinzukommt. Die EU und die USA führen ja gerade Gespräche mit Indien über eine Freihandelszone. Man möchte sich positionieren gegen den großen Rivalen China. Und darum suchen sowohl die Europäer als auch die Amerikaner den Schulterschluss mit Indien. Und wenn man jetzt strategisch in Indien investiert, investiert man einmal in diesen Wachstumsmarkt und es kann dann, wenn man Glück hat, nächstes Jahr die ganz große Öffnung kommen, dass eine Freihandelszone mit Europa kommt. Und dann dürfte da die Post abgehen, dann dürfte das reale Wachstum in Indien ja durch die Decke gehen. Und darum Indien für mich ein sehr, sehr spannender Markt, würde ich auf jeden Fall in meinen Depots mit berücksichtigen. Dann würde ich dir noch eine letzte Frage heute Abend stellen, die sich wieder um TraderFox dreht, was viele Zuschauer interessiert, und zwar, welche Länder denn mit TraderFox alle gescreent werden können. Gescreent werden können aktuell alle Aktien, die in Amerika und Europa börsennotiert sind. Sprich, wenn wir gerade bei Indien sind, es können die Aktien gescreent werden von den Firmen, die auch hier gehandelt werden oder in Amerika. Was man nicht screenen kann, ist irgendeine asiatische Börse wo sind die, in Bombay oder in Shenzhen. Das geht nicht. Das geht nicht. Warum? Man kann da auch gar nicht handeln. Wir wollten zum Beispiel Kettle kaufen, diesen Batteriehersteller aus China, der wird in Shenzhen gehandelt, aber geht nicht. Bekommt man über keinen deutschen Broker, nicht mal über Interactive Brokers kann man die Aktien handeln. Darum, bei uns sind alle Aktien screenbar, die für deutsche Aktionäre auch handelbar sind. So kann man es auf den Punkt bringen. Vielen Dank, Simon, und auch vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, aber ich denke, die Zuschauer konnten sehr viel für sich mitnehmen heute. Du hast ja sehr viele Einblicke auch gegeben. Und auch vielen Dank für deine ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich würde dich gleich noch um ein kleines Fazit zu unserem heutigen Abend bitten, aber zuvor möchte ich Ihnen, liebe Seminarteilnehmer, noch mitgeben, dass dieses Online-Seminar aufgezeichnet wurde und Sie den Live-Mitschnitt voraussichtlich noch heute Abend auf der Startseite von Finanzen.net finden. Den Link zum Mitschnitt bekommen Sie auch per E-Mail zugeschickt. Simon, ich würde dich noch um ein kurzes Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Ja, habe mich wieder sehr gefreut, dass ich da sein durfte und dass diese Webinarreihe Zero and Friends auch so gut angenommen wird. Macht das gerne weiter. Spannende Webinare mit spannenden Referenten. Dann haben wir alle unseren Spaß dabei. In dem Sinne, einen schönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche nochmal. Vielen Dank, Simon. Und auch von mir noch einen schönen Abend. Liebe Zuschauer, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.